Müsste ich mir gut mir ziemlich gut. Sorry. Eigentlich müsste ich mich hier ziemlich wohlfühlen. Ich bin ja auch wahnsinnig. Ja, es wird der Gamer, du bist doch nicht wahnsinnig. Ihr kennt mich ja auch nicht echt. Ich bin wahnsinnig. Aber wenn ich jetzt meine wenn ich hier jetzt nicht normal wirken würde, dann würde sich das keinen schon ansehen. Wie? Guten Tag. So, ne Lenele. Komm noch mal her. Was wollt ihr? Ihr habt keinerlei Beweis. Ja, aber Zeremonie. Was wollt ihr damit? Ich bin noch nicht einmal die Person, die ihr sucht. Murine steckt dahinter. Ihr braucht so. Ach so. Ihr wisst bereits von meiner Rolle dabei. Die Shivering Isles sind ein Spiegelbild unseres Fürsten. Könntet ihr euch bitte mal entscheiden, wen ich jetzt genau... Geht mit unserem Herrn. Gut, schnappen wir uns halt die nächste. Ich habe damit kein Problem. Wat? Ah, toll. Schergo hat drei ergebene dunkle Verführer trugen auf den Straßenartikel. Sie können zu dem Mönch aus in den goldenen Heiligen nicht sonderlich gewogen. Ja, was das genaue Gegenteil von denen sind. Ist ja klar. Das, hallo? Hallo, Haskell. Ist mir wie immer ein Vergnügen. Mir auch. Nicht. Überhaupt nicht. Null. Denn Haskell ist cool. Fasst euch kurz, Sterblicher. Ich hau euch mit drei Schlägen. Okay. Mit mehr Schlägen, aber ich hau die auf jeden Fall kaputt. Ich mag den Quiz, Leute, Folter macht Spaß. Es ist wie. Es ist. Der Quest ist wie eine Eiersuche, nur mit mehr Schmerz. Oder nicht? Also ich finde schon. Hoffentlich muss ich mich nicht nochmal so aufregen wie in Dunnerwurzbau, weil das war schon. Also es schadet mir auch persönlich. Meine Nerven vor allen Dingen. Komm ich darüber? What? Nein! Aha. What the fuck? Hallo? Mein Bild war gerade weg. Stirb, Bildschirm. Ist das ihr Haus? Und ich wette, ich habe noch höhere Befehlshaber. Das ist das Gefängnis am Anfang. Hallo. Ich bin Murine. Falls ihr irgendwelche Geheimnisse habt, könnt... Ich sehe, ihr habt euch recht groß... Ja, ich habe es inszeniert. Syl verdient einen schmerzhaften Tod dafür, dass sie uns alle verraten und sich auf die Seite unserer Feinde geschlagen hat. Was? Macht schon, tut, was ihr wollt. Habt ihr denn nicht alles, was ihr braucht? Solltet... Vergeudet eure wunderbaren Gifte nicht an gehäutete Hunde. Bis später. Hm, ein paar Bücher. Ist doof. Und du bist sterben. Nicht an einem braver kleiner Diener. Wieso kann es nicht einmal das machen, was ich will? Wieso? Warum? Immer das Gleiche. Ich meine Müdigkeit. Immer noch ein schöner Himmel. Also mir gefällt dieses Addon. Sehr sogar. Vor allem, was mich gestern... Nee. Keine Ahnung, wann. Vor... Was weiß ich. Hat mich SoulStellar gefragt. SoulStellar 13. Ob die Story von Shivering Isles länger ist als die vom eigentlichen Oblivion.
Das könnte vielleicht sogar sein. Ich sehe euch. Was habt ihr Neues zu berichten? Alter. Tatsächlich? Ja. Ich lasse sie auf der Stelle in die Folterkammer bringen. Hui. Hallo. 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 So. Wir gehen schon mal vor in die Folterkammer, dann warten wir einfach ein bisschen und dann dürfen die schon auftauchen. Yippee. Hui. Wie schnell? Wie schnell? Wie ich höre, habt ihr zugegeben, dass ihr mich umbringen wolltet. Die Strafe für diesen Hochverrat ist der Tod. Und sie soll auf der Stelle vollstreckt werden. Wow. Jetzt seht ihr, was geschieht, wenn die, welche sich gegen mich stellen, scheitern, wie es immer der Fall ist. Ich bin zufrieden mit eurer Arbeit, Inquisitor. Als Zeichen meiner Wertschätzung schenke ich euch das Leben und mache euch zu einem Höfling von Dementia. Außerdem erhaltet ihr diesen Bogen. Mögen eure Feinde euch fürchten und niemals wissen, von wo und mit welchem Zauber ihr zuschlagen werdet. Tadon und sein Kelch können von mir aus in... Okay, wenn den Rand des Ruins erhalten... Wenn wirklich das Hofschreiber bei Herzogshäuser des Wahnsinns geworden bin, sollte ich zu Geogorath zurückkehren und ihm von meinem Fortschritt berichten. Hallo, mach auf. Mann, die wollte ich durchsuchen. Männer. Ui, ui. Also ich mag Syl. Yay. Hui. Warte, wenn die nur diese eine Möglichkeit hat, Leute umzubringen, dann... Ach, egal. Geschissen drauf. Der Fürst des Wahnsinns, dessen Anhängern sowohl gefährliche Psychotiker als auch geniale Künstler gesicht. Seine geteilte Persönlichkeit spiegelt sich im Land selbst wieder. What? Hau. Ist mir wie immer ein Seist du. Ihr habt also beide Seiten des Wahnsinns kennengelernt. Wundervoll. Ihr seht erfüllt aus. Voller Füllung. Aus den Nähten platzend. Nahtlos. Jo. Nun zum Kern eures Unternehmens. Dem springenden Punkt. Dem Grund, warum ihr hier seid. Und der wahrscheinlichen Ursache eures Todes. Oh, schön. Was meint ihr? Ihr werdet den grauen Marsch aufhalten. Den Lauf der Dinge ändern, den Kreislauf unterbrechen. Cool. Ein Haar in der Suppe. Eine neue Ursache für eine andere Wirkung. Wir werden die Dinge ändern. Nein, diesmal wird alles anders sein. Ihr werdet mein Champion sein. Ihr werdet mächtig. Ihr werdet ich, Prinz des Wahnsinns, ein neuer Geogorath. Oder ihr werdet beim Versuch sterben. Das liebe ich an euch. Oh, danke. Wie kann ich ein Daedra-Fürst sein? Eine berechtigte Frage. Aber eigentlich nicht. Wenigstens glaube ich es nicht. Dementisch? Aber ihr werdet Macht haben. Meine Macht. Versucht sie nicht zu verlieren. Es ist immer so mühevoll, sie zu ersetzen. Doch praktisch werdet ihr ich sein. Ein Ich, um ihn zu bekämpfen. Da ich nicht da sein werde. Eigentlich ganz einfach. Wenn ihr mal darüber nachdenkt. Warum ich? Weil ihr einen recht netten Eindruck macht. Und weil ihr es schon so weit gebracht habt. Oh. Und wenn ihr es nicht tut, verschlinge ich eure Seele und spucke sie in den sich ewig füllenden Nachttopf der Alterslosen. Oh. Doch hauptsächlich, weil ich euch freundlich gebeten habe. Wer ist denn? Nicht hier. Sagte ich das nicht schon? Ich bin niemals hier, wenn Jygalak umgeht. Das ist eine der Regeln. Gut, okay. Ich habe euch für den Augenblick schon zu viel gesagt. Was bin ich doch für eine Plaudertasche? Ich sehe, dass euer sterbliches Hirn bereits raucht. Reden wir später weiter. Kommt das nächste? Nun, habt ihr die große Fackel gesehen, die hell über Neu-Sheod brennt?
Nein, natürlich nicht. Denn sie brennt nicht. Und das werdet ihr in Ordnung bringen. Oh, toll. Ihr werdet nach Solarn gehen und die Flamme Agnons holen, um die Fackel neu zu entzünden. Oh, gebt Acht auf meine Handlanger in Solarn. Warum? In ihrem ewigen Streben, meine Gunst zu erringen, kämpfen sie ständig um Solarn. Das ist manchmal ermüdend. Aber ehrlich, es ist göttlich. Göttlich ermüdend. Okay. Tja, das ist jetzt euer Problem. Fort mit euch. Ich will euch nicht wieder... Oh, und vergesst nicht, Verwendung für den guten Haskell zu finden. Unter uns. Ich glaube, wenn er nicht 3 oder 4 Mal am Tag beschworen wird, hat er das Gefühl, dass man ihn nicht zu schätzen weiß. Ich rede lieber mit Haskell. Bald wieder. Na, benötigt ihr etwa? Flamme Agnons? In normalen Zeiten würde Sheogorath schlicht den Befehl geben und seine Diener würden sich überschlagen, um sich selbst auf den Altären der Verzückung und der Verzweiflung zu opfern. Okay. Doch leider sind diese Zeiten nicht normal. Und Sheogorath hat euch diesen Auftrag erteilt, ohne die Befugnis, den Befehl zu geben. Ich fürchte, er ist im Gange. Bla, große Fackel. Ah, die große Fackel. Sie ist ein Symbol für Leider ist die Fackel erloschen. Seit ewigen Zeiten hat dies den Beginn des grauen Marsches signalisiert. Okay. Lord Sheogorath in seiner Weisheit wünscht, dass ihr die Fackel... Düsalak? Ja, bald marschiert er durch das Land und zerstört alles in seinem Weg. Furchterregende Aussichten. Viele unserer Bürger sind zart beseitet. Sie können die Aussicht nicht ertragen, laufen zu den Truppen Jügalats über und werden Priester der Ordnung. Noch irgendwas Wichtiges, Haskell? Ein übler Haufen. Verräter. Ihr findet sie in der Nähe des Obelisken, die über das Land verstreut sind. Sie halten Rituale an den Obelisken ab und holen mit Beschwörungen Ritter ins Reich. Ihre Verbindung zu Jügalak verleiht ihnen Macht. Solange ihr Obelisk aktiv ist, können sie nicht wirklich getötet werden. Das hört sich ziemlich scheiße an. Ich befürchte, ihre Macht wächst, je weiter der graue Marsch voranschreitet. Der Schlüssel sind die Priester der... Könnten wir uns öfter sprechen? Ich glaube, ich... Boah. Mach jetzt noch ein paar kleine Nebenquests. Einfach mal so, weil ich es kann. Boah, ich bin schon wieder... Ey, dieses Husten, das kotzt mich so an. Ich glaube, in Zukunft schneide ich das kurz raus, weil... Das geht mir auch auf den Sack. So. Nein. Nee. Nie im Leben, der Poli... Xidilian. Man ist ja immer von verrückten Künstlern und kreativen Denkern. Man sollte jedoch nicht davon ausgehen, dass so wie nie gefährlich ist, man ja... Ja, ich weiß, riesige Pilze und Leulingende Akrobatik und angreifen nicht und springen, fallen und sterben und... Ein Grommet! Geht's dir noch gut? Komm. Ach komm. Tod. Hast du... Ich trottel. Und zurück. Na geil. Ja, ich bin faul. Und es wird häufig Urin von alten Zivilisationen gefunden. Das heißt, es ist eine Schmiede neue Schere vom Stande des Waffen und Rüstungen aus Wands. Ja, die habe ich schon kennengelernt, zufällig. Schwert. Ich hau jetzt meine Fackel drauf.
Ja, aber jetzt schneide ich das raus, wenn mir das echt auf den Sack geht.